Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Wir haben immer noch Mittwoch von letzter Woche bei mir und ja. Leo geht es jetzt wieder soweit gut. Ja. Also, wir haben jetzt eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, schon um die 0 Uhr zwischen Mittwoch und Donnerstag und im Moment geht es Leo schon viel besser. Wir haben vorher noch entdeckt, dass wohl es nicht, ihm ist nichts passiert. Er hat nur so ein kleines Haarbüschel verloren. Da ist wohl, er ist blöd gelaufen, hat da ist wahrscheinlich Mom irgendwie drauf bekommen und dann ist das so runter. Das hat wohl wehgetan. Ja, gut. Aber jetzt zu meinem heutigen Thema, das eigentlich ja immer noch das Thema von gestern ist. Und zwar folgendes. Tja. Mir ist was Interessantes aufgefallen, nämlich anhand der Geschichte mit Leo. Nämlich, ich bin jemand, Mann, ich habe voll das blöde Hallen im Ohr gerade. Mir ist zum Beispiel, mir sind die Menschen sehr egal. Ich sag's, wie es ist. Mir sind Menschen an sich wirklich sehr egal. Und wichtig sind mir halt die, die mir näher stehen. Und ja, sonst ist da irgendwie nicht viel. Und ich erkenne ja auch die Menschen vom Gesicht her nicht. Und ja. Und trotzdem habe ich, seitdem ich ein kleines Kind bin, immer diesen Grundsatz, wenn es in der Erkältungsphase ist, ist ein bisschen anders, aber bei der Erkältungsphase ist immer mein Leitspruch, halt dich fern von alten, Kranken und Kindern. Weil so bleibst gesund. Das ist so der Trick, so habe ich mir seltenst Erkältungen eingefangen. Nur so als Anmerkung. Aber es gibt eben noch diese andere Variante, nämlich. Ich bin jemand, ich kann nicht hinsehen, wenn jemand, der zum Beispiel eine Behinderung hat oder jemand, der alt ist oder Hilfe braucht, wenn der keine hilft. Also ich bin jemand, ich bin schnell dabei, wenn jemand irgendwie, wenn ich sehe, dass jemand in einem Rollstuhl sitzt zum Beispiel und der sich nach irgendwas, das weit oben ist, strecken muss, dann bin ich jemand, ich hole dem dann diese Sache vom Regal runter, damit ich dann einfach. Ja, das ist für mich einfach so was, was mir sehr wichtig ist und wo ich auch wirklich ein Auge dafür habe. Es ist unfassbar, wie ich bin da wirklich sehr scharfsinnig. Oder es gibt da auch noch so eine Situation, die ist nicht mal so lange her. Da war ich im Auto an der Kreuzung und dann habe ich diesen Mann in einem Rollstuhl gesehen und der ist dann im Rollstuhl umgeflogen. Und die Sache, die hat mich dann auch, ich konnte ihm nicht helfen, weil wir mussten dann weiterfahren und so weiter. Aber die hat mich dann schon sehr beschäftigt, das gebe ich auch offen zu. Also ich war da dann schon 2, 3 Tage am Überlegen. Und bei mir hat es auch einen Grund, warum das eben so ist. Oder auch wenn ich jemanden zum Beispiel sehe, der einen älteren Menschen, der dann irgendwie, zum Beispiel, das war eine nette Geschichte. Ich war mit meiner Pflegerin, hallo, im Mediamarkt und dann war da dieser nettere Opa, der sich eine Festplatte kaufen wollte, die eben 1 Terabyte hatte. Und er wollte eine von Toshiba nehmen und die war teurer und unsicherer als dieselbe von Seagate. Wow, klingt jetzt gerade voll wie so eine Produktplatzierung, aber ich bin halt jemand, ich achte drauf, welche Festplatten ich kaufe und. Da war es so, dass die von Seagate billiger war und dazu auch noch besseres Speichermedium ist. Und ja, dann habe ich dem netten Herrn, dem älteren Herrn, eben auch das erzählt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es aber jemand gewesen wäre, der, sagen wir mal, 20 gewesen wäre oder zwischen 20 und 50 und einfach, ja, und weder eine Behinderung gehabt hätte, noch alt gewesen wäre, hätte ich mir da, wäre das mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber bei Menschen mit Behinderung und alten Menschen, da fällt mir das sehr schnell auf, weil ich eben von meiner Mutter und meinem Vater zum einen erzogen worden bin, so, man hilft älteren Mitmenschen und man hilft auch Menschen mit Handicaps oder Behinderungen. Aber zum anderen ist es bei mir auch oft so, dass ich jemand bin, mein Vater ist gesundheitlich manchmal angeschlagen, der hat Rheuma. Und da kann es dann sein, dass er manchmal im Rollstuhl sitzt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich jedem, der im Rollstuhl sitzt, nicht hilf, dann denke ich irgendwie so, wie ich eben schon mal in einem Video zum Glauben gesagt habe, ich glaube ja fest daran, dass nicht das unbedingt daran, dass es Gott gibt, aber dass alles, was wir tun, seine so im Kosmos dann wieder zurückkommt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich jedem, der in einem Rollstuhl sitzt oder eine Behinderung hat, ignoriere und dem dann einfach mehr oder weniger keine Unterstützung zukommen lasse,
dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann so wäre, dass wenn mein Vater Hilfe braucht oder wenn der irgendwas hat, dass der dann auch keine Hilfe bekommt. Und genauso ist es dann auch mit älteren Menschen. Da denke ich mir auch immer, naja, vielleicht ist es ja die Oma von irgendjemandem und es ist einfach nicht nett oder der Opa, wenn man die dann da alleine lässt in Elektroniksachen und irgendwas und die dann irgendwelches Zeug kaufen, weil es eben da steht und weil der Verkäufer sagt, es ist toll, nur weil der es halt weghaben will und ich mir dann denke, nee, und ich dann eben denke, ja gut, vielleicht freut es den anderen, wenn ich dem dann einen Tipp gebe oder eine Beratung. Und ja, da bin ich dann einfach jemand, ich versuche dann mein Wissen zumindest zu teilen, weil ich mir immer denke, es kann ja dann auch irgendwann sein, dass meine Oma und mein Opa vor einem Regal stehen und dann auch die Frage sich stellen, welche Festplatte oder welche Fernseher oder wie auch immer kaufe ich. Und ich würde dann auch wollen, dass wenn jemand da ist, der weiß, dass der Verkäufer den gerade einen Bären aufbindet oder einen Stuss labert, also wenn er den Bären aufbinden würde, den würde ich gerne behalten. Das muss ich schon zugeben. Ich wollte immer einen Bären haben, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber ich wollte dann auch, dass man ihnen hilft und dass man sie unterstützt und dass man für sie da ist. Und deswegen bin ich auch jemand, ich sag, wenn ihr irgendwie seht, dass jemand Hilfe braucht oder wenn ihr seht, dass, wenn es jetzt kein junger Mensch ist, sondern bei den Alten, den Behinderten oder meinetwegen auch bei Kindern, dann helft auch, damit weil alles, was ihr ins Kosmos reinschreit, kommt irgendwie zurück. Das ist zumindest so meine Lebensphilosophie und danach handle ich auch oft. Und für mich ist auch sehr wichtig, zum Beispiel den Tieren zu helfen, weil bei denen denke ich mir oft, Tiere sind die unschuldigsten Wesen, die es gibt und die haben es am meisten verdient, dass man ihnen Hilfe zukommen lässt und dass man nett mit ihnen umgeht und dass man sie dann auch auf sie Acht gibt. Und deswegen versuche ich das dann auch für mich umzusetzen. Allerdings habe ich da, glaube ich, in dem Punkt ein bisschen ein schlechtes Karma, weil ich alle möglichen Insekten aus Marienkäfer, Schmetterlinge und so einfach zerklatsche. Aber Insekten sind in meinen Augen auch keine Tiere. Das sind einfach nur eklige kleine Krabbelfiecher. Naja, das sage ich alles, was ich euch heute erzählen wollte. Und ja. Ich finde, man kann den anderen Leuten helfen, damit das Leben leichter wird. Weil wenn wir alle nur ein bisschen netter zueinander sind, dann ist die Welt doch schon ein ganz großes Stück schöner, als sie es gestern noch war. Oder als ob sie es vorgestern war. Und dann kann es morgen noch viel toller werden. Und ich hoffe, dass wenn ich irgendwann Kinder habe, dass ich denen diese Werte auch weiter vermitteln kann. Und ja, das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte, so auf die Schnelle. Und ja, gut. Es ist mir einfach noch so durch den Kopf gegangen nach dieser ganzen Situation. Und ja, gut, also dann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann wieder am Freitag bei einem nochmal vorproduzierten Video. Danach könnte vielleicht ein Vlog kommen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Kommt drauf an, ob ich Zeit und Lust habe, einen Vlog zu schneiden. Aber ich gebe mir Mühe. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so kennt, dieses unglaubliche, ja, meine Wahrnehmung ist dann wirklich dann auch geschärft in dem Punkt, dass ich diese Menschen, die Hilfe brauchen, dann sehe. Und ich bin dann halt auch jemand, je nachdem, ob die dann auch, bin ich dann eben hilfsbereit oder wenn jemand sagt, nee, ich brauche keine Hilfe, dann muss ich auch nicht die Hilfe aufdrängen. Das ist auch noch so eine Sache, die ich erst vor ein paar Jahren gelernt. Ja, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.